Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Sehr schön. Die gefällt mir. So bewegt sich das unglaubliche Stück da. Oh. Ich hätte den nicht wegbewegen sollen da. Du mal die Waffe. Versuchst den ein bisschen Schaden zu machen. Sehr schön. Sie treten den Rückzug an. Finde ich nicht nett. Ich will mich nicht da jetzt ganz ohne Deckung bewegen. Position bestätigt. Schnui. Sehen, schießt der? Er trifft sogar. Ja, natürlich. Da hinten ist das nächste Meld. Das gefällt mir doch. Wie viel Trefferschocks hast du mit dem Präzisionsgewehr? Ja, machen weg. So viel dazu. Sehr schön. Kannst du bis da hochrennen? Nein. Weil da braucht nämlich auf jeden Fall das Medikit. Was für ein Schwein die hat. Hast du den tot? Ja, bestimmt. Sehr schön. Ein weiterer Sieg. Oh. Nice. Aber ich konnte den jetzt da oben nicht heilen. Naja, hoffentlich ist der nicht so lange verwundet. Aber wir haben einen neuen Soldaten. Das war direkt auf Stufe Sergeant. Also ich glaube eins höher als meine Leute jetzt sind. Donner Freeman. Ja, die war Support. Oder ist Support geworden. Was haben wir denn hier? Kugelhagel. Und als erstes mit einer Primärwache. Standardabfeuerst. Standardschüsse abfeuerst. Beendest du. Beendet es nicht mehr deinen Zug. Okay, und das auf Gegner zu schießen, die oder sie niederzuhalten, gibt Verbündeten. Oh. Nice. Du kriegst Schnellschuss. Truppsicht. Möglich ist, auf Schnitte zu feuern, die sich im Sichtbereich eines Verbündeten befinden. Diese Schüsse können allerdings, diese Ziele können allerdings nur durch Präzisionsschüsse kritischen Schaden erleiden. Kritischer Schaden ist mir eh egal. Okay. 9 Tage, Alter. Soll ich melden? Wir bleiben in Kontakt, Commander. Wer meldet?
Und in der Kaserne haben wir jetzt diesen Sturmsoldaten. Android. Alter, wie weit er schon? Echt. Sturmschuss, genau. Mehr Gegner. Ja, das. Ja, und persönlich, das ist schon ein Schuss mit dem Kreuz und 4. Oh. Mehr verfehlen ist nicht dumm. Die ist jetzt noch einen Tag verwundet. Dafür 9 Tage der Scharfschütze. Und wir haben keinen gefangen. Hoffe ich nicht ganz so schlau. Jo. Neues Forschungsprojekt. Satellitenzielhilfe. Nice. Das kostet. Das dauert so lange. Das auch. Das nicht. Ich verstehe ja, immer noch nicht, was sich die Aliens hier erhoffen. Erforschen sie uns? Warum entführen sie scheinbar willkürlich Menschen? Sie müssen einem Schema folgen, das wir noch nicht entschlüsselt haben. Warte, ich guck mal kurz, ob das Elitenkontrollzentrum 100... Oh. Okay. Natürlich dann schlau, das neben den anderen zu bauen. Allerdings ist halt das Gas verkommen und ich glaube, da kann man irgendwie so eine spezielle Energie-Ding jetzt machen. Aber natürlich würde ich auch gerne. Boah, ich drücke einfach rum. So, das ging. Arzt bricht. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt. Rettung A. Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Okay. Jetzt habe ich endlich wieder Geld. Ich frage mich voll, warum eine Organisation, die die Welt vor Aliens schützt, also eine internationale Organisation, überhaupt Geldprobleme haben kann. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. So. Heben wir weiter aus. Der kleine Eindruck, den ich von Ihrer Technologie habe, sagt mir, es gäbe nicht viel, das Sie aufhalten könnte, wenn es Ihr Ziel wäre, die Erde einzunehmen. Ich vermute, Sie haben etwas anderes vor. Nein. Wie lange sind denn noch 6 Tage? Krass. Scannen. Das Forschungsprojekt nicht eigentlich. Ja, Nanofaser. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Oh, die Anfrage von Afrika ist dann bald. Aber ich will das eigentlich dahin bauen, aber es ist so behindert, dass das da ist. Oh boy, da kann ich abgerissen werden. Ich will jetzt auch nicht hier irgendwas. Wie lange brauchen. Also ich habe nicht mal genug Ingenieure dafür. Ist nicht gut. Wie viele Ingenieure? Ich habe nur 6 Ingenieure. Nein, anscheinend kann ich das gar nicht machen. Commander, wir bekommen eine Übertragung vom Rad. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Auf zum Lagezentrum! Wissenschaftler, Ingenieur und Geld.
Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Natürlich doch. Ach, nimm einfach so. Haben wir jetzt einen guten Sturmi. Allerdings würde ich den... Ich mag die Schulpinte eigentlich überhaupt nicht. Würde ich auch zu viel Schaden. Behalte ich glaube mal. Hashtag YOLO und ich hätte speichern sollen. Naja, ich war dort. Speichern. Halt so. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Los geht's. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Oh. Französischer Militärgrundwill ist in die Hinterhalt geraten. Okay. Speichern? Spiel speichern? Ja. Weiter? Ja. Sehr schön. Es gibt weit verbreitete Spekulationen bezüglich eines Überfalls auf einem französischen Militärkonvoi, aber gesicherte Informationen haben wir nicht. Am meisten Anlass zur Sorge gibt die Meldung des Rates, die auf Alien-Aktivität in diesem Gebiet hindeutet. Wir müssen die Stelle sichern und versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Neues Ziel erhalten. Position bestätigt. Okay. Hier will ich auf keinen Fall aus. Feldposten benutzen und so. Okay. Muss man mit anderen Leuten bewegen? Interessant. Die Map geht also in die Richtung da. Rücke aus! Oh, okay, da kann ich mich auch hinstellen. Du stellst dich bestätigen. Jawohl. Okay, wieder nichts. Geh mal da hoch, Schnubi. Bin unterwegs. Du rennst ausnahmsweise mal. Nichts. In Bewegung. Beunruhigend. Rücke aus. Hey, drei. Die ist jetzt ziemlich weit hin, kann aber dort gut laufen. Oh. Lol. Was macht die? Lalala. Hui. Sehr schön. Streber. Oh. Ja. Das glaube ich genug für sich. Dieses Alien sieht uns Menschen sehr ähnlich. Vielleicht verwenden sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Ja, das tust du immer.
Oh, ich muss die Karte zurückdrehen.